Ja, Guys, Barry Gold. Ja, Barry Gold, da hatte ich ja schon mal ein Video dazu gemacht. Der absolute Rohrkrepierer. Ja, manche nennen ihn auch den Busler-Bären. Ja, wer den Scherz jetzt nicht verstanden hat, einfach mal googeln. Auf 18:36 Schlusskurs jetzt hat, ja, sehr, für mich sehr unerfreulich, da ich irgendwie Break-Even wäre. Ich glaube, bei summa summarum 21, 22 Euro oder sowas. Und das sind halt nun mal 20% jetzt aktuell im Minus. Und ich habe einfach jetzt ein Fünftel meiner Position verkauft. Wenn man sich hier mal den langfristigen Chart anschaut, oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Ja. Und ich habe ja schon mal Videos zu dem Busler Bären Barry Gold hier gemacht und hier. Ich glaube, das war das hier, das Video. Nee, da nie Oh im je, da Kanal habe ich gekauft, lauter also bei mir ist es Spam-Kommentare. Nee, das war's nicht. Kunden. Ah, Norbit. nee, jetzt hat. War es hier Barry Gold, Barry Gold. Die ganzen Videos. Ah ja, Top-Flop-Aktien 2021. Ich glaube, hier habe ich so einen Kommentar von Generell einem mein Mentoring. Carlos Pedro. Barrick Gold bei 18 US-Dollar massiv nachkaufen. Yay! Ja, und wie würde dein Markus Koch darauf reagieren? Nee, 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 nee. Ja. Ja, oder irgendwie so. Keine Ahnung, ja. Super interessant, mache ich auch sehr gerne nach immer, karikativ. wir sind bei 18. Und wo ist jetzt der Schub nach oben hier? Sorry, Guys. Bin ich müde. Es ist Samstagmorgen, 8 Uhr und ich habe irgendwie gestern nicht schlafen können. Ich habe einen Nachtspaziergang gemacht irgendwie. Und dann erst wieder ins Bett, also irgendwie 2:30 Uhr morgens. Also hier 18, ja, also wenn er richtig recht hat, dürften wir hier unter 18 nicht durchbrettern. Und jetzt muss man massiv nachkaufen, mein lieber Carlos. Ja, und das würde bedeuten, dass wir, ja, jetzt nächste Woche den Anstoß, aber ich glaube nicht dran, deswegen habe ich ein Fünftel verkauft. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich muss einfach nur ein paar Prozent mehr fürs Projekt Even, also ich muss quasi so auf 23 irgendwas rauf, ja, um dann sozusagen das Ding wieder loszuwerden. Also das ist, was habe ich mir dabei gedacht, den Kack hier zu kaufen? Ja? Schauen wir uns mal den 3-Jahres-Chart an, das ist ja völlig uninteressant. Ja? Ich Trottel. Naja gut, 5-Jahres-Chart ist uninteressant, ist überhaupt egal welche. Es ist einfach, ja gut, hier habe ich einen leichten, sagen wir mal, auf dem 20-Jahres-Chart haben wir einen leichten Aufwärtstrend seit 2015. Wow, das ist halt Gold, ne? Das ist halt Gold, also echt aufregend, wenn man sich das mal vergleicht. Benchmark mit, ja, sagen wir mal, Alphabet. Ja, da ist dann so eine Barrick Gold überhaupt gar nicht mehr existent, ja, mit ihrem Oh mein Gott. Ach, das ist immer. Oh. Manchmal hasse ich wirklich YouTube, weil dann schaut man sich dieses und das und jenes an und dann wird man vielleicht unterbewusster irgendwie, wird man dann ja diversifizieren und Goldaktie jetzt und na, wegen Inflation. Ja, Bullshit, ne? Bullshit. Ja, also man ist mal selbst auf ein Jahr, ne? Das ist, und ich meine, so überdimensional gut ist Alphabet auch nicht gelaufen. Ich meine, aber es ist halt. Das ist eine von den großen Fun-Aktien. Ne? Ja. Ich will doch schon Quantitative Easing seit 2015 betrieben. Oder seit 2012. Wo bleibt denn da der Goldpreis? Ja.
Wahrscheinlich manipuliert. Dimitri Speck. Ja. Dr. Dimitri Speck, kann ich dir nur empfehlen. Ja. Ich mache jetzt dann gleich noch ein anderes Video über eine erfreulichere Thematik. Ja, ansonsten, als dieser Rohrkrepierer bei Gold Corporation Aktie. Ansonsten versaue ich mir hier noch meinen Samstagmorgen komplett. Bis dann, tschüss, bis gleich.